Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer Wunschrezension unserer Patreon-Community. Der eiserne Thron, das Brettspiel. Zweite Edition. Hier steht George R. R. Martin drauf. Der hat natürlich das ganze Game of Thrones, ja, also die Bücher geschrieben, aber er hat natürlich das Brettspiel nicht gemacht. Das war der Herr Christian T. Peterson. Der Chef von Fantasy Flight übrigens. Ja. Die erste Edition. In der zweiten Edition wurde dann entwickelt von Jason Walden, wer dann was genau gemacht hat darüber. Ja. Corey Konietzka war auch noch irgendwie mit dabei. Der steht hier nicht, aber in der riesigen Abspannliste im Handbuch war er auch noch irgendwie mit dabei. Der wurde erst später dann auf die Schachtel getroffen. Das Ganze ist ein episches Brettspiel für 3 bis 6 Spieler. Dauert auch tatsächlich 2 bis 4 Stunden. Da kann man, wenn man zu 6 spielt, so viel vorneweg, nochmal 2 Stunden draufrechnen. Also eine Stunde pro Spieler würde ich da mal veranschlagen. Ab 14 wird es empfohlen. Ja, und das Ganze ist, wie du schon gesagt hast, der Chef von Fantasy Flight hat es gemacht. Deswegen ist es natürlich auch ein Fantasy Flight Games Titel. Und hier in der deutschen Edition vom Heidelberger Spieleverlag. Ja, und ein echter Klassiker, kann man sagen. Die erste Edition, wir haben es vorher nochmal nachgeguckt, war es 2003? Ja, war es so richtig? Auf jeden Fall, die war 2008 oder was? Nee, 2012. 2011, auf jeden Fall das Ding ganz schön lang schon draußen. Ja, und hat eine große Fangemeinde, vielleicht auch ein Grund, weswegen es jetzt auch gewählt wurde hier bei uns. Und ja, ich versuche euch das mal jetzt mal kurz zusammenzufassen, was hier so passiert. Der Eiserne Thron, das Brettspiel, hier steht es aufgebaut in voller Pracht für 6 Spieler aufgebaut. Muss man ja gleich mal vorweg schicken, eine besondere Qualität. Immer wieder gibt es auch die Fragen, ja, was kann man denn spielen, wenn man mehr Leute ist als zu viert, ja. Zum Beispiel der Eiserne Thron. Allerdings muss man auch sehen, zu sechst, es dauert doch eine ganze Ecke, da muss der Abend schon ordentlich lang sein und vielleicht sollten die Leute auch nicht zu lange brauchen, um dann nach Hause zu kommen, weil es dauert. Aber dafür spielt man dann auch mit dem kompletten, Brett, beziehungsweise man spielt immer mit dem kompletten Brett, aber das komplette Brett ist auch von Anfang an hier besetzt von den Spielern. Ansonsten gibt es dann halt noch so neutrale Gebiete, die man dann auch erobern kann, aber wo dann sozusagen nur so ein Dummy-Spieler drin steht, der selber nicht agiert, sondern nur verteidigt. Und auf jeden Fall zu sechst hier das komplette taktische, die kompletten taktischen Möglichkeiten vorhanden. Worum geht es hier? Natürlich darum, das Gebiet, die Gebiete hier zu kontrollieren, die Gegner zurückzudrängen. Auf dem Spielplan gibt es verschiedene Landschaftsgebiete mit Festungen oder Burgen drin. Pro Gebiet mit einer Festung, die man kontrolliert, bekommt man einfach einen Punkt auf der Siegpunktleiste. Das ist eigentlich nur so ein Zähler, der festhält, wie weit man sich ausgebreitet hat. Und ja, wenn es da einem Spieler gelingt, 7 zu erreichen, also 7 Gebiete mit Burg oder Festung zu kontrollieren, dann hat er sofort gewonnen. Das Spiel endet dann auch in dem Moment. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass wir einfach 10 Runden spielen und dann schauen, wer ist da an dieser Leiste am weitesten vorne. Und beim Tiebreak gibt es dann noch so ein paar Tiebreaker eben, die dann bestimmen, wer das Spiel am Schluss gewonnen hat. Das Ganze läuft natürlich darauf hinaus, dass wir hier Einheiten haben, die rummarschieren lassen, kämpfen, neue Einheiten rekrutieren. Aber es hat auch noch ein paar weitere Mechanismen. Es hat einen interessanten Story-Mechanismus hier mit diesen Westeros-Karten. Es gibt 3 interessante Leisten, die sich immer wieder verändern können, die bestimmte Fähigkeiten geben, auch Sachen entscheiden zu können, ähnlich wie bei Battlestar Galactica. Und auch noch so eine Wildlingsleiste, wo wir dann, obwohl wir eigentlich gegeneinander spielen, dann doch irgendwie versuchen müssen, kooperativ so einen Wildlingsangriff abzuwehren, wobei es auch strategisch interessant sein kann, den auch scheitern zu lassen. Ja, erstmal hier nochmal den Spielplan, der Übersicht. Na klar, eine Landkarte schon fast so bekannt wie Europa, würde ich sagen. Und die einzelnen Häuser hier natürlich auch passend. Haus Stark hier oben im Norden, Baratheon hier nah an King Landing dran und so weiter. Ihr wisst ja, wie die Sache läuft. Es ist auch wirklich, jedes Haus hat eine andere Startaufstellung. Nur zum Beispiel hier Haus Baratheon startet hier schon eben mit 2 Schiffen, während Haus Stark hier zum Beispiel schon eine zusätzliche Festung hier kontrolliert. Deswegen hat Haus Stark hier auch schon 2 Punkte hier auf der Siegpunktleiste. Aber wie gesagt, das sind einfach, ist ja eigentlich nur so ein Marker, wie sich halt hier die Kontrolle über die Landschaft entwickelt. Der Rundenanzeiger, klar, bei 10 ist vorbei, falls
vorher niemand hier die 7 erreicht hat. Dann gibt es eine Versorgungsleiste, die ist wichtig, weil da festgelegt ist, wie viele Armeen jeder Spieler haben kann und wie stark die sein dürfen. Am Anfang starten alle bei Versorgung 2. Das bedeutet, man darf maximal 3 Armeen haben. Eine darf Stärke 3 haben und 2 jeweils Stärke 2. Eine einzelne Einheit gilt quasi nicht als Armee. Die sind einfach Selbstversorger. Und dann gibt es eben hier diese 3 Einflussleisten. Der Eiserne Thron, Lehen und Königshof. Auch hier die Startaufstellung festgelegt. Jeder Spieler bekommt dann aus dem so einen coolen Sichtschirm einen Satz Hauskarten, die ja auch natürlich unterschiedlich sind, die man später im Kampf verwendet. Und natürlich die Einheit, der Einheitenvorrat. Es gibt 4 verschiedene Einheiten im Spiel, relativ übersichtlich. Es gibt einfach ganz normale Fußsoldaten. Es gibt Reiterei, die ist einfach, hat Stärke 2. Also einfach doppelt so stark. Dann gibt es Schiffe und es gibt Belagerungstürme, die besonders gut im Angriff funktionieren. Das Spiel läuft in 3 Phasen ab und die gehen wir einfach mal kurz durch und dann habt ihr, denke ich, einen recht guten Überblick, was hier passiert. Die erste Phase ist die Westeros-Phase. In der ersten Runde würde die übersprungen werden, aber die machen die jetzt trotzdem, damit die Reihenfolge gewahrt ist. Und bei der Westeros-Phase werden jetzt hier von diesen 3 Stapeln jeweils eine Karte aufgedeckt und die Effekte abgehandelt. Ja, und hier wäre jetzt einfach mal ein Beispiel. Man geht das dann einfach von links nach rechts durch. Hier zum Beispiel der Winternaht. Da muss dann plötzlich dieser Stapel gemischt und wir müssen einfach eine neue Karte ziehen. Das ist halt einfach so eine Karte, die dafür sorgt, dass hier plötzlich mal im Spiel die Reihenfolge geändert wird und es sich dann nicht einfach wiederholt. Oh, jetzt habe ich nochmal die Winternaht gezogen. So. Dann hätten wir aber auch, plötzlich wird es so aussehen, jetzt habe ich eine Versorgungskarte hier liegen. Wenn so eine Karte gezogen wird, wird die Versorgung aktualisiert. Dann wird geguckt, wie viele Versorgungssymbole kontrolliert jeder Spieler. Das wird auf der Versorgungsleiste dann angezeigt. Und dementsprechend können die Spieler dann eben wieder Armeen unterhalten. Das heißt, es ist ein ganz interessantes System bei der Versorgung. Es wird nicht ständig aktualisiert, so wie bei den Siegpunkten, sondern nur, wenn so eine Karte gezogen wird. Das heißt, es kann einfach sein, ich habe schon sehr viel mehr Versorgung, kann es aber erst nutzen, wenn dann halt so eine Karte hier kommt. Dann haben wir noch eine Königsfehde gezogen. Da wird dann mit Machtmarkern um die Position geboten und die kann sich dann entsprechend verändern auf den 3 Einflussleisten. Und hier ein Fressen für die Krähe. In dieser Planungsphase können keine Machtzuwachsbefehle erteilt werden, also eine Karte, die einfach einen bestimmten Befehl jetzt für diese Runde aussetzt. Zu den Befehlen komme ich noch. Außerdem ist hier oben so ein Wildlingssymbol abgedruckt und das bedeutet, dass auf der Wildlingsleiste jetzt der Marker vorrückt und wenn der auf der 12 ist, dann greifen die Wildlinge an und dann müssen wir die alle gemeinsam abwehren. Ja, und wir können einfach mal gucken, was es hier noch so gibt. Dann gibt es Rekrutierung. Es gibt dann auch einen Befehl, mit dem man rekrutieren kann, aber wenn die Rekrutierungskarte kommt, dann wird an allen Festungen rekrutiert. Und so kommen dann auf einen Schlag sehr viel mehr Einheiten ins Spiel. Hier, das habe ich jetzt nochmal eine Königsfehde, dann machen wir was anderes hier. Dunkle Schwingen, dunkle Worte, hier sieht man auch, die Wildlinge rücken vor. Und hier der Spieler mit dem Botenraben wählt eine Option, das ist eben so eine Sache. Das heißt hier, der da bei der Königshofleiste ganz vorne ist, der kann jetzt wählen, Position Möglichkeit A oder Möglichkeit B oder Möglichkeit C. Also ja, das ist wie bei Battlestar Galactica ganz cool, bisschen Story. Oder hier, lass die Schwerter sprechen. Der Spieler mit der valyrischen Stahlklinge, also der bei der Lehensleiste ganz vorne ist, darf in dem Fall wählen. Entweder zum Beispiel hier, keine Verteidigungsbefehle dürfen erteilt werden oder Marschbefehle mit +1 können nicht erteilt werden oder keine Einschränkung. Das heißt also, dann ein Spieler hat einfach die Möglichkeit, die Runde zu beeinflussen und natürlich dann entsprechend seine Taktik, auf seine Taktik abzustimmen. Ja, und also wie gesagt, wirklich schöne Effekte, die einfach auch in der Kombination jede Runde eben anders gestalten. Es gibt auch eine Karte hier zum Beispiel Wildlingsangriff, dann greifen die Wildlinge plötzlich sofort an, auch wenn sie noch nicht die Position 12 erreicht haben. Also da kann einfach, das macht natürlich jede Runde auch unplanbar. Hier passiert es mal plötzlich nichts. Dann gibt es wieder eine Königsfehde und so weiter. Man sieht halt natürlich, dadurch, dass eben immer von allen 3 aufgedeckt wird, ist das immer balanciert. Es kommen immer wieder Königsfehden, es kommt immer wieder Versorgung und es kommt immer wieder Rekrutierung. Nach der Westeros-Phase kommt die sogenannte Planungsphase. In dieser Phase erteilt jetzt
jeder Spieler jedem Gebiet, wo er Einheiten hat, einen verdeckten Befehl. Da gibt es hier diese Befehlsplättchen, die jeder Spieler hinter seinem Sichtschirm hat und die entsprechen eben den verschiedenen Befehlen, die man geben kann. Man kann einen Überfall anordnen, man kann hier einen Unterstützungsbefehl geben, einen Marschbefehl und einen Verteidigungsbefehl. Außerdem gibt es die noch so ein bisschen in verschiedenen Variationen. Es gibt zum Beispiel den Marschbefehl mit plus 0, mit minus 1 und plus 1, wobei der plus 1 Befehl, der hat so ein Sternchen. Die Sternchen, die darf man tatsächlich nur verwenden, wenn man in der Königshofs Einflussleiste auch entsprechend weit vorne ist. Das erkläre ich gleich noch. Und man verdeckt, nimmt dann einfach die, legt die verdeckt hin. House Baratheon hier hat zum Beispiel am Anfang eben drei Gebiete, wo Einheiten drinstehen. Das heißt, man kann drei Gebietsplättchen, also Befehlsplättchen legen. So zum Beispiel. So und so. Ja, das machen dann alle Spieler gleichzeitig. Und wenn das dann abgeschlossen ist, werden die Befehlsplättchen einfach umgedreht und dann wird nach einer bestimmten Reihenfolge abgehandelt. Am Anfang werden immer die Überfallplättchen ausgewertet, das habe ich jetzt aber nicht gelegt, weil das keinen Sinn macht. Überfallplättchen würde nämlich so funktionieren, wenn hier neben mir schon ein Haus ist und die haben da ein Befehlsplättchen gelegt, dann würde ich mit diesem Überfallplättchen, kann ich hier ein gegnerisches Befehlsplättchen entfernen und wenn es sich um eine Krone, also um ein Machtzuwachsplättchen handelt, dann plündere ich den Gegner sogar. Das bedeutet, ich bekomme ein Machtplättchen und er muss eins abgeben. Aber ich kann mit so einem Überfall halt auch ein anderes Plättchen entfernen, wie zum Beispiel ein Marschplättchen. So kann ich einfach den Gegner ein bisschen sabotieren. Dann gibt es eben diese Marschplättchen. Da kann ich dann einfach beliebig viele Einheiten in angrenzende Felder bewegen. Man kann tatsächlich da auch Kettenreaktionen auslösen. Das heißt, ich kann versuchen, sozusagen mit einem Marsch einen anderen noch weiter zu marschieren. Ich könnte nämlich hier zum Beispiel, wenn ich hier ein Marschplättchen gelegt habe, kann ich auch, weil ich hier Schiffe habe, hier rüber marschieren und dann erst dieses Marschplättchen hier ausführen und dann können die sozusagen sogar noch weiter marschieren hier, diese Leute. Dann gibt es Verteidigungsplättchen, das hätten die vielleicht am besten hier gelegt. Da gibt es dann einfach eine Stärke extra, wenn man angegriffen wird. Und es gibt noch Unterstützungsplättchen. Das kann man legen, wenn man denkt, hier wird was in meiner Nähe angegriffen, weil dann können die angrenzenden Einheiten, die eben einen Unterstützungsbefehl bekommen haben, hier in den Kampf eingreifen. Zuletzt gibt es noch den Befehl Machtzuwachs, diese Krone hier. Da ist dann so, dass man für jede Krone, die man hier hat, aber auch eben für jede aufgedruckte, da gibt es zum Beispiel auch welche hier, King's Landing hat sogar zwei aufgedruckt, da bekomme ich dann hier so einen Machtchip und diese Machtchips, die braucht man vor allem, um später um Einfluss in den drei Leisten bieten zu können und also es ist eine sehr wertvolle Ressource, auch später beim Kampf gegen die Wildlinge sind die Machtplättchen wichtig. Wenn dann so jemand in so ein Gebiet einmarschiert, hier Haus Baratheon greift hier jetzt Haus Martell an, da wird natürlich gekämpft, dann guckt man erstmal, wie sieht denn die Basisstärke hier aus. So ein Fußsoldat, wie gesagt, zählt 1, so eine Ritterschaft hier zählt 2 gegen 1 erstmal nur, aber gut, es hätte ja sein können tatsächlich, wenn hier eine Unterstützung kommen würde, dann wäre schon 2:3 die Grundstärke. Ja, und dann gibt es noch eine Phase, wo Karten ausgespielt werden. Jeder Spieler hat so einen Satz Hauskarten, die kommen beim Kampf zum Tragen. Und da schauen wir uns einfach mal zum Beispiel hier Baratheon an. Die Karten haben alle hier oben so einen Wert und das ist einfach, der wird dem Kampfwert dann hinzugefügt. Also es gibt Karten, die haben 0, aber hier zum Beispiel 1 oder auch hier sehr stark der Stannis gibt sogar Stärke 4 zusätzlich. Also die Karten können da wirklich die Kräfteverhältnis noch deutlich zugunsten eines bestimmten Spielers verändern. Das Problem ist auch, man muss es so ein bisschen im Auge behalten. Die Karten werden einmal gespielt und sind dann erstmal nicht verfügbar. Es gibt da nur Möglichkeiten, natürlich die Karten wieder auf die Hand zu kriegen, aber erstmal, wenn man seine Viererkarte weggespielt hat und der Gegner merkt sich das, dann weiß er schon, aha, ich habe eben keinen Stannis mehr hier auf der Hand. Außerdem gibt es hier unten natürlich noch
bestimmte Sondereffekte. Zum Beispiel hier, wenn dein Gegner auf der Leiste der Thronfolge eine bessere Position hat als du, erhält diese Karte nochmal plus 1 Kampfstärke. Ja, also auch noch bestimmte Sachen. Dann hier die Brienne von Tarth. Die hat hier zwei Symbole interessant, sind ein Schwert und ein Turm. Die Schwerter sind für den Sieger des Kampfes am Schluss wichtig, weil für jedes Schwert des Siegers wird eine gegnerische Einheit vernichtet, während wiederum die Türme für den Verlierer wichtig sind, weil jeder Turm dann wiederum ein Schwert des Siegers neutralisiert und so eine Einheit vor dem Untergang schützt. Und ja, diese Karten, kann man sich vorstellen, sind bei jedem Haus wirklich auch komplett anders. Also ja, da ist natürlich auch wieder so ein Ding, man muss ein bisschen das Spiel kennenlernen, man muss ein bisschen die Karten der Gegner auch kennen, um dann auch wirklich strategisch spielen zu können. Sonst ist es noch ein bisschen Stochern im Dunkeln am Anfang. Das macht aber natürlich auch so ein bisschen den Reiz aus. Ist natürlich auch schön, am Anfang wird man viel überrascht von diesem Spiel und dann irgendwann kann man dann halt hochstrategisch spielen. Ja, dann spielen wir die Sache einmal durch. Dann hat hier Haus Martell eine Karte gespielt, Haus Baratheon. Hier gibt es sogar noch die Unterstützung. Tun wir einfach mal so. Und dann wird einfach aufgedeckt und man guckt halt, was passiert. Hier Baratheon hat die Brienne gespielt und Martell die rote Viper. Und ja, dann muss man gucken. Also in dem Fall wäre es so gewesen, 2 Stärke plus 4 sind 6 gegen 3 plus 5 tatsächlich. Hier Baratheon hat am Ende doch verloren. Die rote Viper gibt 2 Schwerter, das bedeutet, beide Baratheon-Einheiten wären vernichtet worden, aber hier die Brienne hat zum Glück einen Turm noch, das heißt also vielleicht würde natürlich den Rittermann noch zurückbehalten und der müsste sich dann allerdings auch zurückziehen. Übrigens wäre jetzt Baratheon zum Beispiel auf der Lehensleiste ganz vorne gewesen, dann hätte man hier noch dieses Schwert einsetzen können, also der Baratheon-Spieler, und das hätte auch nochmal einen zusätzlichen Stärkepunkt im Kampf gegeben. Eine Variante für den Kampf, die beiliegt, sind diese Schlachtenglück-Karten. Die kann man dann einfach noch ziehen, also jeder Spieler beim Kampf zieht dann einfach noch eine Karte und ja, die geben halt einfach wirklich recht willkürliche Boni im Kampf, die einfach repräsentieren sollen, dass man natürlich trotz aller Taktik nie wissen kann, wie sich die Soldaten dann oder wie sich das Schlachtglück halt während eines Kampfes so entwickelt. Und na gut, das habe ich ja alle lauter Nullen gezogen, aber ja, es gibt eben plus 3, 0, plus 2, dann kommen sogar, können auch Schwerter auftauchen. Also dann wird es wirklich sehr unübersichtlich und sehr unberechenbar. Das kann natürlich seinen Reiz haben, für, sag ich mal, Hardcore-Strategen vielleicht eher so ein bisschen eher unnütz, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ein sehr wichtiges Element im Spiel sind, wie gesagt, hier diese 3 Einflussleisten, die eben verändert werden können, wenn es zur Königsfehde kommt. Und dann wird einfach für jede Leiste hier geboten. Jeder kann dann Machtmarker bieten, die man eben durch Machtzuwachsbefehle bekommen kann. Und der dann am meisten bietet, der rückt entsprechend ganz nach vorne und die anderen werden so nach hinten durchgereicht. Was bringt das Ganze? Wer hier vorne ist beim Eisernen Thron, am Anfang ist es Haus Baratheon, kriegt halt hier den Eisernen Thron-Token und der löst tatsächlich alle Gleichstände auf, außer im Kampf. Und das gilt auch für Gleichstände, wo dieser Spieler gar nicht beteiligt ist. Also der sitzt, das ist halt der König, der dann entscheidet eben so, wer eben den Gleichstand gewinnt. Das kann natürlich unter Umständen sehr spielentscheidend sein und auch lustig, dass dann sozusagen ein Spieler plötzlich über die Gleichstände entscheiden darf. Beim Lehen ist es so, dass man hier diese Valerienklinge kriegt. Ich habe es ja beim Kampf schon erwähnt. Die gibt halt einmalig eine Kampfstärke extra, wenn man die einsetzt, die man aber halt nur einmal einsetzen kann pro Runde. Außerdem darf der Spieler hier über die Kampfgleichstände entscheiden. Und der Königshof gibt hier den Botenraben. Da ist es so, wenn man den Botenraben einsetzt, einmalig nach der Planungsphase, wenn die Plättchen aufgedeckt werden, darf man 2 Befehlsplättchen vertauschen, also sozusagen nochmal dem Gegner in die strategische Suppe spucken. Außerdem darf man ihn einsetzen, um sich hier die oberste Wildlingskarte anzugucken. Das kann mitunter sehr stark sein, weil auf den Wildlingskarten steht drauf, was passiert, wenn die Wildlinge angreifen. Da wird erstmal geguckt, wo liegt denn der Wildnismarker? Also im schlimmsten Fall ist er auf der 12. So stark sind die Wildlinge dann. Und dann muss jeder Spieler verdeckt Macht
Token bieten. Und wenn alle Spieler zusammengenommen den Stärkewert der Wildlinge erreichen, dann sind die Wildlinge besiegt. Und wenn nicht, dann haben die Wildlinge gewonnen. Und was dann passiert, das wird dann auf der Wildlingskarte angezeigt, die dann umgedreht wird. Und ja, hier zum Beispiel haben wir alle Glück gehabt. Das ist nämlich Stille an der Mauer, da passiert einfach gar nichts. Niedrigstes Boot passiert nichts. Also Sieg der Wildlinge passiert nichts und Sieg der Nachtwache passiert auch nichts. Aber das ist die Ausnahme natürlich. Hier zum Beispiel Präventivschlag. Da steht dann hier oben, was passiert bei dem Sieg der Wildlinge und hier unten, was passiert bei dem Sieg der Nachtwache. Beim Sieg der Nachtwache, wenn also genug Macht-Token zusammengekommen sind, da kriegt zum Beispiel der das höchste Gebot gegeben hat, der bekommt einen Bonus. Und zwar die Wildlinge greifen sofort noch einmal mit Stärke 6 an, du bietest dieses Mal nicht mit und der zweite Angriff hat keine Auswirkung auf dich. Oder hier, wenn die Wildlinge gewinnen, dann geht es natürlich darum, wer das niedrigste Gebot abgegeben hat und der muss dann eine Option wählen, einfach entweder zwei beliebige eigene Einheiten vernichten oder zwei Positionen auf der eigenen besten Einflussleiste zurückgehen. Das heißt also, ja, wenn man wenig bietet, dann kann man teilweise empfindliche Strafen bekommen, wenn die Wildlinge gewinnen. Aber man kann natürlich auch hoffen, dass die anderen schon genug bieten werden und hier schön sparen. Aber es lohnt sich halt auch wirklich viel zu bieten, weil man dann beim Sieg auch einen wirklich schönen Bonuseffekt bekommt. Oder hier nochmal Wargkundschafter, niedrigstes Gebot, alle eigenen Machtmarker zurück in den Vorrat legen und alle anderen zwei verfügbaren Machtmarker zurück in den Vorrat legen bei einem Sieg der Wildlinge. Und wenn wir gewonnen haben, höchstes Gebot, du erhältst die gebotenen Machtmarker zurück. Das heißt, hier hätte man dann ohne Not alle Machtmarker bieten können. Da sieht man schon, es ist natürlich sehr stark, wenn man mit dem Botenraben schon weiß, was da für eine Karte drunter liegt, dann kann man natürlich sein Abstimmungsverhalten ganz strategisch steuern und entsprechend profitieren. Also wirklich auch ein schönes Überraschungsmoment und natürlich auch schön thematisch, was auf diesen Wildlingskarten so drauf ist. Das Spiel endet, wie gesagt, wenn es einem Spieler gelungen ist, entweder 7 Gebiete mit Burg oder Festung zu kontrollieren, weil dann ist er einfach hier mit seinem Siegpunktmarker auf der 7 vorgerückt oder eben, wenn 10 Runden gespielt sind. Was man noch sagen muss, es ist ein Spiel mit offenem Bündnissystem, das heißt, es soll verhandelt werden, man soll sich verbünden und natürlich, klar, in der während dem Spiel, weil natürlich hier auch genau abzusehen ist, wer ist hier vorne oder wer nicht, ist es schon schwierig, ganz nach vorne zu ziehen, weil natürlich die gegnerischen Spieler werden versuchen, sich dann gegen einen zu verbünden. Man darf auch offen am Tisch diskutieren, was die Gegner vielleicht machen sollten oder warum. Man kann drohen, man kann schmeicheln oder die Leute versuchen zuzutexten. Das soll alles hier passieren, also auch ein sehr interaktives Spiel und das ist natürlich auch die Stärke, dass es hier ja schnell zu Ungleichgewichten kommen kann, wenn dann plötzlich einer bedrängt ist, sich mehrere gegen einen verbünden und einer davonzieht, dann versucht man natürlich hier wieder das Gleichgewicht herzustellen, indem man sich entsprechend zusammenschließt. Der Eiserne Thron, tatsächlich muss ich sagen, hat in meiner Gruppe leider einen seltsamen Start gehabt und ich trauere dem Ganzen immer noch hinterher. Weil das, obwohl doch alles Game of Thrones-Fans sind. Weil ich glaube, dass ich sehr großen Spaß mit dem Spiel haben könnte, wenn ich denn eine Gruppe hätte, die das mit mir spielen würde. Aber meine verwöhnten Stammspieler, ich weiß nicht, es war der falsche Abend, der falsche Tag, die falsche Zeit. Sie waren davor wochenlang im Eclipse-Universum unterwegs gewesen. Und dann kam ich hier mitgebracht, glaube von dem ersten RPC-Besuch, wo ich damals war, habe ich mir dann gekauft am Heidelberger Stand der Eiserne Thron. Und habe mich wahnsinnig darauf gefreut, aber es war tatsächlich eine holprige erste Partie und was dazu geführt hat, dass leider, ich kann es nicht anders sagen, der Eiserne Thron in meiner Stammgruppe nicht diesen Platz gefunden hat, den Eclipse hat, den Terra Mystica, also eben sich nicht einreihen konnte in diese Liste großer epischer Spiele, die wir immer wieder hervorholen. Und ich weiß, da draußen gibt es unzählige Gruppen und Fans, ich kenne selber persönlich Gruppen und vielleicht lasse ich mich in so eine mal einladen, die wirklich jede Woche voller Begeisterung und Enthusiasmus der Eiserne Thron spielen. Und ich finde es cool, weil ich kann mich natürlich, dadurch, dass ich ein Fan dieses Franchise bin, da auch total mit identifizieren. Ich meine, wann hat man schon mal
bücherweise, serienweise Quellenmaterial zu einem Brettspiel, um noch tiefer in die Rollen zu schlüpfen. Eine Sache noch, dann übergebe ich die Fackel an dich. Deswegen fällt mir das tatsächlich auch ein bisschen schwer einzuordnen. Das ist die wahre Geschichte halt einfach, wie das bei mir mit diesem Spiel in der Gruppe war. Aber ich kann trotzdem dazu sagen, es ist ein tolles Spiel in der richtigen Gruppe, ein absolut faszinierendes Spiel, weil es halt diese Sachen wieder hat mit Verhandeln, Bündnisse schließen, den Leuten im richtigen Moment in den Rücken fallen, dieses Brechen, diese Elemente, wo ich glaube, die dazu geführt haben, dass ein Spiel wie Risiko zum Beispiel noch heute in Millionen von Gruppen gespielt wird. Und wenn ihr nicht zufällig Risiko Legacy spielt, dann rate ich all diesen Gruppen, und das meine ich wirklich mit voller Überzeugung, lasst jetzt mal das Risikozeitalter hinter euch und spielt der eiserne Thron. Das ist einfach, ja, hier wird dann nicht mehr ein Würfelwurf über den ganzen Kampfausgang entscheiden. Hier gibt es wirklich mehr Taktik, mehr Strategie, mehr von allem, geiler von allem. Also bitte, schaut euch das unbedingt an, wenn ihr solche Art von Spielen mögt. Ja, also ich muss nur sagen, ich habe es ein bisschen später noch kennengelernt, das Spiel. Und ich fand es auch sehr spannend, dieses Spiel zu spielen. Zunächst einmal ist mir halt einfach, oder was einem sofort auffällt, und das finde ich schon einfach sehr bemerkenswert, ist, dass das hier ja eine ganz andere Interpretation des Franchises ist, als die, die wir jetzt überall haben mit der Serie. Weil das Spiel halt noch älter ist als die Serie. Und deswegen ist natürlich hier alles voll Game of Thrones aus den Büchern, aber die Illustrationen, die erinnern halt nicht an die Serie, und es ist auch ein bisschen anders gewichtet. Man merkt halt schon, klar, die Serie hat natürlich das Material auch verarbeitet, bestimmte Fokus auf bestimmte Häuser gelegt, gerade am Anfang, und hier ist es halt einfach anders, und das ist, finde ich, aber sehr erfrischend. Also das finde ich sehr schön. Alle Spiele, die jetzt noch neue Game of Thrones rauskommen, ja, die haben halt einfach die Ikonografie und nehmen halt alles von der... prägen lassen, automatisch, ob sie wollen oder nicht, oder gerade um wieder da halt zu docken. Und das ist tatsächlich stark, dass das so ein... Das ist, halt, ist eigenständig, ja. Und Hut ab, Fantasy Flight, die damals schon auf diesen Zug, also das Potenzial einfach erkannt haben und dieses Spiel eben schon so groß und episch gemacht haben, bevor es diesen Riesenhype der Serie gab. Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, die hat mich auch wirklich nachhaltig fasziniert. Ansonsten ist es halt interessant zu sehen, ja, es ist das viel bessere Risiko, weil Risiko halt noch älter ist, ja. Trotzdem würde ich auch sagen, man merkt diesem Spiel schon auch an, dass es nicht mehr ganz, ganz modern ist. Ich weiß, vielleicht auch ein Grund, weswegen es bei deiner Gruppe nicht so vollständig gezündet hat. Es sind halt schon hier so ein paar Sachen drin, die aus meiner Sicht so ein bisschen altmodisch wirken, ohne die jetzt unbedingt negativ zu sehen, ja. Aber zum Beispiel die Balance ist schon sehr, ja, zweifelhaft, nenne ich es mal. Klar, das ist natürlich auch schön thematisch, dass hier jedes Haus auch da ist auf dem Spielplan, wo es ist und so. Aber der Spielplan ist wirklich sehr, ja, so wie bei Risiko halt, ne, sehr unausgewogen. Und es ist schon so, ich bin jetzt auch kein Experte darin, aber es ist schon so, dass eben bestimmten Häusern werden bestimmte Taktiken auch irgendwie nahegelegt, weil wenn die das so nicht machen, dann ist es für ein anderes Haus zu leicht, da irgendwie voranzugehen. Es hat dieses Problem, dass wenn sich natürlich, wie bei diesen, ja, Vielparteien-Spielen, bei asymmetrischen Spielplänen, wenn da einer in Ruhe gelassen wird, dann gewinnt er schnell. Ja, weil er natürlich dann schnell schafft, eben die entsprechenden Kontrollgebiete zu kontrollieren und so. Gilt natürlich irgendwo auch für einen Eclipse. Gilt auch für einen Eclipse, aber hier ist es in meinen Augen eben noch ein bisschen stärker ausgeprägt, weil Eclipse hat halt eine symmetrische Anordnung. Hier ist halt als asymmetrisch, man muss sich auch auskennen in diesem Spielplan, um zu wissen, wie man sich als welches Haus wie verhalten muss, damit das Spiel sozusagen nicht zu früh aus der Balance kippt. Und stimmt schon, es gibt im Internet, ich habe mich auch nicht eingehend damit beschäftigt, aber diverse Diskussionen und unterschiedliche Startaufstellungsvorschläge wohl, wie man das Spiel, wenn man irgendwie mit 4 und 5 Spielern spielt. Das hat auch was damit zu tun, wie viele Leute mitspielen kann. Natürlich. Ne? Wer sich dafür interessiert, könnt euch, glaube ich, mit Nicknack auch oft auf unserem Kanal präsent in Verbindung setzen. Der hat, glaube ich, auch größere eiserne Thron-Erfahrung, spielt es in der Gruppe und benutzt, soweit ich weiß, auch bestimmte Startaufstellungen, wenn er mit einer bestimmten Gruppe, also wer sich da interessiert. Also daran sieht man halt schon, ne, was natürlich das so ein bisschen unmodern. Ich finde es aber gar nicht negativ, wie ich schon sagen wollte. Das ist einfach nur interessant, weil natürlich so eine, ich glaube, eben so eine Art von Spiel kriegst du jetzt einfach nicht mehr so vorgesetzt, weder von Fantasy Flight
noch von anderen etablierten Verlagen. Das wirkt halt alles noch ein bisschen, das atmet halt noch dieses Risikoding. Du merkst im Spiel halt gut an, dass halt der Autor auch wollte, auch ein neues Risiko machen wollte, aber trotzdem halt auch noch dieses Unberechenbare, dieses teilweise vielleicht auch Ungerechte drin haben wollte, was ja auch stark sein kann. Also besonders witzig in meinen Augen ist dieses Schlachtenglück-Option. Da gibt es du kannst optional mit so Schlachtenglück-Smarkern spielen, wo dann wirklich der Schlachtenausgang dann völlig unplanbar wird. Dann ist dann wirklich wieder ein bisschen wie Risiko. Einfach so, ja, dann ist halt Schlachtenglück, schwingt mal in die eine Richtung, mal in die andere. Auf der anderen Seite, ja. Auch dafür bin ich keine Experte, aber dieses Schlachtenglück und ein paar andere Sachen, also was genau der Unterschied von der ersten zur zweiten Edition ist, das sind wirklich auch keine Spezialisten. Aber ich glaube, dieses Schlachtenglück und ein paar andere Dinge, das sind Sachen, die quasi damit hinzugenommen wurden. Also teilweise auch wohl von Erweiterungen oder Elemente. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls sind da schon, ist nicht nur irgendwie, was weiß ich, Illustrationen oder irgendwas Material geändert, sondern schon auch irgendwie neueres Material. Aber da sind wir leider nicht ganz so die Experten. Und eine unmoderne Schwäche, die das Spiel halt auch hat, ist, es kann halt passieren, natürlich nicht immer, aber es kann natürlich passieren, dass ähnlich wie bei Monopoly oder Risiko, es schon recht früh absehbar ist, wer vielleicht gewinnt, das Spiel aber trotzdem noch relativ lang dauert. Ja, das ist natürlich halt einfach so, aber das ist, kommt eben auch aus dieser Asymmetrie. Aber ich muss sagen, das Ganze hat auch wirklich seinen Charme. Mir fehlt auch ein bisschen die Zeit und vielleicht auch die Leute, es ausführlich immer mehr zu spielen. Deswegen glaube ich auch bei meiner Top 100 zum Beispiel ist es sicherlich ist es nicht drin, ja, und wird es auch wahrscheinlich nicht reinkommen. Einfach weil mir auch, ja, wahrscheinlich bin ich dann auch zu spät rangekommen an das Spiel. Ja, aber ich hatte gerade die Erhellung. Das ist es natürlich. Aber wahrscheinlich laufen da ohnehin schon die Gespräche. Die dritte Edition von Der Eiserne Thron wird zusammen mit Rob Davio gemacht. Ja, ja, genau. Und dann wird es wie Eiserne Thron Legacy. Aber das wäre wirklich cool. Legacy. Das ist, muss ich sagen, das ohne Scheiß. Das wäre wirklich cool. Das wäre cool. Das wäre auch thematisch passend zu Game of Thrones. Ja, also, und im Betrieb hat es ja auch schon diesen Story-Aspekt mit diesen Westeros-Karten und so. Also, das könnte man ja total ausbauen. Also jetzt, ne? Da macht es noch viel mehr Sinn, das auch mehrmals zu spielen. Also wo bei einem Pandemic, sage ich, klar, könnte das alles dann ganz anders laufen, aber wenn man da einmal durch ist, ist man durch. Aber so ein, also ja, welches Haus wird sich am Ende durchgesetzt haben nach 12 Partien oder 25 Partien? Der Eiserne Thron Legacy! Und dann kaufst du dir nochmal. Jawohl, jetzt haben wir es. Und dann wird es bei uns auch in diese Top 3 Sphären aufsteigen. Es gibt sicher einige von euch, die von dem Spiel auch viel halten oder viel darüber wissen. Schreibt gerne in die Kommentare, was meint ihr zum Eisernen Thron? Ist es noch aktuell? Kann es noch mithalten mit den aktuellen großen epischen Strategiespielen? Was meint ihr? Ich finde es irgendwie sympathisch, altmodisch, so würde ich es vielleicht zusammenfassen. Ja? ein bisschen altmodisch kommt es mir schon vor. Wie seht ihr das? Gerne kommentieren. Ansonsten sagen wir danke fürs Unterstützen auf Patreon, danke an die Patrons fürs Voten. Wir werden jetzt wieder ein bisschen prioritär die Sachen abarbeiten, die sich angestaut haben, versprochen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.